Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Genug ist noch lange nicht genug Box von Delirium Rock'n'Roll. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Genug ist noch lange nicht genug von Delirium Rock'n'Roll. Das Ganze am 28. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das dritte Album der Band. Wir haben hier die Box noch in Folie, werden also erstmal die Folie entfernen und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine schwarze Metallbox, hier oben auf dem Boxdeckel das Cover ist hier unterteilt in Rot, Weiß und Rot. Hier oben haben wir diverse Bandmitglieder, Genug ist noch lange nicht genug, der Albumtitel hier in der Mitte. Und darunter weitere Bandmitglieder und der Bandname. Ja, die Band besteht aus diesen Herrschaften, die wir hier sehen können. Auf den Seiten ist das Ganze hier in Schwarz in so einer Hochglanzoptik. Und auf der Rückseite haben wir die Infos, was sich in dieser Box befindet. Nämlich die CD im Digipack, ein Schal, Buttons, Aufkleber und Autogrammkarte. Dann haben wir hier noch einen Barcode. Das Ganze ist erschienen über das Label Sunny Bastards. Und es gab diese Box bei EMP zu kaufen. Und diese Box ist auf 150 Stück limitiert. So, dann schauen wir mal rein. Der Boxdeckel lässt sich hier aufklappen. Als erstes haben wir hier das Album im Digipack. Als nächstes die Band hier. Auf einer Autogrammkarte alle fünf Herrschaften abgebildet. Dann haben wir den Schal, diverse Sticker, vier Sticker und dann haben wir hier auch noch vier Buttons. So, von innen die Box, Silber, machen wir mal zu und packen sie zur Seite und dann holen wir auch direkt mal das Album aus der Folie. Ansonsten kommt hier alles ohne Folie. So, wo schneiden wir hier am besten ein? Wahrscheinlich hier vorne. So. Also, das ist das Album, das dritte Album der Band. Genug ist noch lange nicht genug, lesen wir hier. Unten rechts dann wieder der Bandname. Auf der Seite Delirium Rock'n'Roll, genug ist noch lange nicht genug. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 13 Tracks sind es geworden. Die Beteiligten, also die Labels hier mit drauf. Rechts unten dann auch noch der Barcode. Dann schauen wir ins Innenleben. Es gibt das Album natürlich auch regulär zu kaufen, also nicht nur in der Box, sondern eben auch so rein nur das Album. Das Booklet. Wir haben hier die einzelnen Bandmitglieder live in Aktion und dann haben wir hier auch noch Lyrics. Also, die einzelnen Tracks sind hier Wort für Wort abgedruckt im Booklet. Wunderbar. Ansonsten bleibt man sich hier diesem Artwork treu. In diesem Schwarz-Rot hier alles eingefärbt. Und das gesamte Booklet beinhaltet so Fotos von Live-Auftritten. So, zum Abschluss. Keine Credits, oder? Nein, okay, Credits konnte ich jetzt keine sehen, aber wir schauen mal. Hier auf der linken Seite haben wir noch so eine Widmung bzw. so eine Einführung ins Album. Ah ja, okay, hier sind mehr oder weniger so die Credits mit eingearbeitet. Teilweise. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist die Album-CD. Sieht aus wie so eine gebrochene Scheibe, als hätte hier irgendwie etwas die Oberfläche hier kaputt geschlagen. Und das war's soweit zum Album. Gut, wir kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Die ist für eine Autogrammkarte doch ziemlich groß. Wir haben hier die fünf Herrschaften abgebildet. Die wurden hier, ist die Frage,
Aber rein so von den Umrissen würde ich dann doch eher so auf Photoshop oder so tippen. Wurden hier so rein gemacht in dieses Bild vor diese Wand. Und dann haben wir hier die fünf einzelnen Herrschaften hier auch mit Unterschrift dabei. Also alle fünf haben hier über ihren Köpfen mit schwarzem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, also so eine Postkarte in Übergröße. Und das lesen wir hier noch. Cheers, cheers auf unser Wohl, Prost und Rock'n'Roll, auf die Freundschaft und die Liebe. Cheers. Ja, also passend zu Band. Dann haben wir Sticker mit dabei. Und zwar vier Stück. Die sehen so aus. Diesen Sticker haben wir zweimal. Also der Bandname mit drauf, darunter die Website im Querformat. Und ebenfalls zweimal dann dieser hier mit dem DRR-Logo, mit diesem, ja, mit den Initialen der Band, also Delirium Rock'n'Roll, hier DRR abgekürzt, und rundherum gibt es dann so mehr oder weniger so eine Stacheldrahtoptik. Also noch zwei Sticker hier kreisförmig. So, ebenso kreisförmig sind die zwei Buttons. Und zwar haben wir hier auch wieder den Bandnamen drauf und auf dem zweiten dann den Albumtitel, so das Album-Artwork. Jawohl, also zwei Buttons, beide kreisförmig natürlich. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch einen Schal. Hier haben wir wieder das DRR. Dann lesen wir hier riesengroß in Schwarz, Rot und Weiß den Bandnamen in der Mitte. Und rechts davon gibt es dann noch das Logo, hier dieser Totenkopf mit den Würfeln und den Spielkarten. Links und rechts jeweils die roten Fransen. Und auf der Rückseite haben wir dann wieder das DRR und dann den Albumtitel Genug ist noch lange nicht genug. Und rechts wieder das Bandlogo. Ja, die roten Fransen links und rechts. Und wir haben hier auch irgendwo, wo hatten wir es? Genau. Hier so einen kleinen Zettel. Und zwar lesen wir hier, dass wir es zu tun haben mit 100% Polyacryl. Und dieser Schal ist made in EU. Grüße gehen raus. Wir packen den Schal wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Schal, dieser Fanschal. Dann die beiden Buttons. Einmal mit dem Bandnamen und einmal mit dem Albumtitel. Die vier Sticker, zwei davon kreisförmig und die anderen zwei im Querformat, rechteckig. Ebenso wie die Autogrammkarte, alle fünf Herrschaften haben hier unterschrieben. Und dabei ist natürlich auch noch das Album an sich im Digipack. Genug ist noch lange nicht genug mit insgesamt 13 Tracks. Ja, es gab zusätzlich noch einen Boxinhalt, den konnte ich euch aber leider nicht zeigen, weil er in meiner Box nicht dabei war. Und zwar gab es in allen diesen 150 Boxen die Chance auf ein VIP-Ticket. Da konnte man an einem Festival, ich glaube das hieß Spreewald-Festival, dort konnte man teilnehmen und hatte mit diesem goldenen Ticket eben einen Gästelistenplatz auf diesem Festival und auch Freigetränke mit der Band. Ja, das kann ich euch wie gesagt leider nicht zeigen, denn ich habe es nicht in der Box gehabt. So, das alles in dieser wunderbaren Box. Genug ist noch lange nicht genug von Delirium Rock'n'Roll. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Delirium Rock'n'Roll unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.